Die Klinik des Herrn. Ich ging in die Klinik des Herrn zur Routineuntersuchung und musste feststellen, dass ich an der Seele krank bin. Als der Herr meinen Blutdruck maß, stellte er fest, dass meine Zärtlichkeit zu niedrig war. Bei der Überprüfung meiner Körpertemperatur ging das Thermometer wegen Beklemmung auf 40 Grad hoch. Es wurde ein EKG gemacht und die Diagnose war, dass ich verschiedene Liebestransfusionen brauchte, denn meine Adern waren vor Einsamkeit verstopft und durchbluteten nicht mehr mein leeres Herz. Ich bin in die Orthopädie gegangen, da ich nicht mehr neben meinem Bruder gehen und ihm auch keine brüderliche Umarmung mehr geben konnte. Ich hatte mir nämlich einen Bruch zugezogen, als ich über meinen Neid stolperte. Man hat auch Kurzsichtigkeit bei mir festgestellt, weil ich nicht über die negativen Dinge meines Nächsten hinwegsehen konnte. Als ich ihm sagte, dass ich taub bin, hat der Herr festgestellt, dass ich es vernachlässigt hätte, jeden Tag seiner Stimme zuzuhören. In seinem großen Erbarmen hatte mir der Herr eine kostenlose Untersuchung gegeben. Deshalb verspreche ich, wenn ich diese Klinik verlassen habe, nur noch natürliche Heilmittel zu nehmen, die er mir in dieser Stunde der Wahrheit verschrieben hat, wie zum Beispiel: Wenn ich morgens aus dem Bett springe, werde ich ein Glas Dankbarkeit trinken. Vor der Arbeit werde ich einen Löffel Frieden zu mir nehmen. Jede Stunde werde ich einen Verband Geduld anlegen und eine Tasse Demut trinken. Daheim werde ich mir eine Spritze Liebe geben. Wenn ich ins Bett gehe, werde ich 2 Kapseln beruhigten Gewissens zu mir nehmen. Werde nicht depressiv oder zerstreut, bevor du diesen Tag gelebt hast. Gott weiß, wie du dich fühlst. Gott weiß, was du noch erleben wirst. Genau wie er weiß, was du in diesem Augenblick erlebst. Der Plan Gottes für dich ist wunderbar vollkommen. Er möchte dir viele Dinge zeigen, die du aber nur verstehen wirst, wenn du es akzeptierst, an dem Ort sein zu wollen, an dem du dich gerade befindest, und die Lage anzunehmen, die hier und jetzt die deine ist. Gott segne dich jetzt und alle Zeit.